Herzlich willkommen zurück zu Deus Ex Human Revolution. Ich habe... ich werde jetzt... ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Das ist so unglaublich dumm. Das war so unglaublich dumm. Ich habe bereits eine halbe, dreiviertel Stunde ungefähr aufgenommen. Und dann gemerkt, du hast die Aufnahme ja gar nicht gestartet. Aber zum Glück gibt's hier eine, war hier ein Safe-Punkt. Und wir können jetzt hier das Ganze nochmal spielen. Also ich kann das Ganze nochmal spielen. Ihr seht es ja zum ersten Mal. Und jetzt darf ich euch auch zum ersten Mal nochmal sagen, hallo. Das ist meine allererste Aufnahme mit Facecam. Die werdet ihr höchstwahrscheinlich auf dem Kanal schon öfter gesehen haben jetzt, wenn ihr die Videos anderweitig verfolgt. Aber für mich ist es jetzt die allererste Aufnahme mit Facecam. So. Hallo Rauswerfer. Wir müssen jetzt in, kurz nochmal zur Zusammenfassung, was wir so ein bisschen gemacht haben im letzten Mal. Wir müssen in Hive. Ich glaube, das sollte reichen als Zusammenfassung. Für Mitglieder, Laowai. Ohne Mitgliedskarte kommst du hier nicht rein. Soll das heißen, ich muss bezahlen, um reinzukommen? Wir haben einen Ruf zu verlieren. Ich kann doch nicht jeden reinlassen. Es sei denn, er hat das nötige Geld. Kein Geld, kein Spaß. Willst du jetzt rein oder nicht? Also, ich sag mal so. Vielleicht ein andermal. Okay, deine Sache. Sag Bescheid, wenn du es dir anders überlegt hast. Ich wüsste mittlerweile, wo eine dieser Mitgliedskarten liegt. Die habe ich nämlich gesehen, gefunden, etc. Aber ich habe in dieser verlorenen halben Stunde oder dreiviertel Stunde einen anderen Weg gefunden. Ziemlich schnell sogar. Wo geht's denn hier hin? P-Munition. Wo geht's denn hier hin? Krasse Scheiße. Müssen vielleicht mal hinschauen. Nachher, aber... Nein. Wir können hier locker rein. Und damit locker in den Hive. So, während wir hier laden, kann ich mal ganz kurz erklären, wenn ich darüber schaue, öfter, dann liegt es daran, dass dort mein zweiter Bildschirm steht. Auf dem gerade OBS läuft. So. Zack, zack, zack. Machen wir mal alles auf. Ich werde jetzt hier vielleicht so ein bisschen schneller durchgehen, weil ich es halt schon kenne. Ich weiß, wo die Leute stehen. Ich weiß, wo keine Leute stehen. So, in dem Hive. Wir müssen hier rein. Und wenn wir hier reingehen, dann haben wir das Glück, dass hier ein PDA liegt. Das PDA besagt... der Bulle hat Fragen über unseren kleinen Kellerclub gestellt. Hat jemand Regel Nummer 1 gebrochen? Falls er oder jemand anders nochmal Fragen stellt, schneide ich dem Kerl, der geplaudert hat, die Eier ab. Jedenfalls gilt ab sofort ein neuer Zugangscode für den Kerl 0415. Prägt ihn euch an und löscht diese Nachricht. Das hat erst sehr gut geklappt mit dem Löschen der Nachricht. Wie wir sehen. So, machen wir hier mal das Klo zu. So, jetzt haben wir hier das Problem. Dass da eine Kamera ist. Ist nix gut. Aber wir müssen hier mit dem Barkeeper sprechen. So. Einmal Quick Save. Ich bin nur ganz kurz am Überprüfen. Ja, die Aufnahme läuft. Das wäre jetzt schon echt dumm, wenn das zweite Mal auch nicht laufen würde. Haben Sie einen Lieblingsdrink? Ich muss mit Tong reden. Müssen wir das nicht alle? Versuchen Sie es oben in der VIP-Lounge. So, zack. Und tschüss. Dann haben wir ja gerade den Code bekommen. 0415. Zugang gewährt. Okay, hier war das noch nicht. Gehen wir hier mal rein. Hier finden wir noch einen Wein. So. Da ist Tong drin. Wait. Nach oben. Und wir gehen jetzt gleich nach unten. Warum bin ich denn letztes Mal... Also, was heißt letztes Mal? Jetzt gerade... in der Fail-Aufnahme nach unten gegangen. Zack. Der hat nichts dabei. Seine Waffe snacken wir uns. Schaffen wir den nun mal ganz kurz schnell weg. So. Hoch mit dir. Ein. Machst du jetzt mal noch dein Nickerchen? Na. Zu.
So. Jetzt können wir hier durch den Schacht durchgehen. Oder wir schauen uns im Keller noch ein bisschen um. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Denn im Keller habe ich mich bisher nicht umgeschaut. Das mache ich jetzt zum allerersten Mal. Das wird jetzt auch für mich neu. Den Lüftungsschacht, den wir gerade gesehen haben, den müssten wir nehmen. Oh, was liegt denn hier? Ein Nuke-Virus. Quicksave. Oh, Leiche, PDA. Ich flehe dich an, Dongmei, tu das nicht. Ich weiß, du denkst, du kannst dich aus allem rausreden und meistens kannst du das auch. Aber diese Typen verstehen keinen Spaß. Ich habe uns die Sache eingebrockt, aber ich kriege das wieder hin. Bitte. Hm. Also wenn es ihm gehört, dann ist er jetzt tot. Kadenz Upgrade. Kuckuck. Ist ja gut. Wo geht's denn hier noch hin? Da hinten geht's noch wohin? Da hinten geht's wahrscheinlich raus. Soll uns jetzt nicht interessieren. Kann uns egal sein. So, tschüss. Okay, dort war nichts mehr. Genau. Stimmt. Mir ist anscheinend. Hätte ich jetzt zuerst nach oben gemusst. Ich hätte jetzt anscheinend erst nach oben gemusst. Dort hätte ich festgestellt, dass der Typ nicht da ist, um dann in den Keller zu müssen, hierhin. Aber ich bin anscheinend das letzte Mal ich dachte, Sie aus Versehen gleich in den Keller gegangen. Klopfen Sie nicht an, bevor Sie einen Raum betreten. Das ist kein Höflichkeitsbesuch, Tom. Diese Belltower-Leute. Immer zu Scherzen aufgelegt. Und was wollen Sie? Ich suche einen Cybersicherheitsspezialisten namens Van Bruggen. Kennen Sie ihn? Nie gehört. Was hat er getan? Hat er was gestohlen? Sagen wir einfach, er hat die Drachenkönigin verärgert. Und wenn sie herausfindet, dass sie ihn verstecken, geht's Ihnen genauso. Sie wissen, dass ich niemals auf Verlierer setze. Bobby, du Fleischhaufen! Bist du da? Ja, Boss? Überbring eine Nachricht an Van Bruggen. Kapsel 301. Alice Gardenpots. Sag ihm, wenn er seinen Kopf raussteckt, hackt ihn Taichung Medical ab! Malik, Sie hatten recht. Tong hilft Van Bruggen. Er hat ihn in den Alice Garden Pots untergebracht. Das war zu erwarten. Ein Hacker, der sich mit Firewalls von Unternehmen auskennt, wäre für die Triaden überaus wertvoll. Ich bin gerade bei den Pots, Jensen. Soll ich Ihnen den Rücken frei halten? Nein. Sie bringen sich nicht in Gefahr. Ich bin schon unterwegs. Gut. Geist 500. Also das war jetzt... Das war jetzt ernsthaft purer Zufall. Also schon beim ersten Mal. Also beim ersten Durchlauf, die halbe Stunde, die ich halt nicht aufgenommen habe. Okay, gut. Aber ging so schnell. Ich habe keine Ahnung, was uns da oben jetzt erwartet hätte. Wäre vielleicht auch mal ganz interessant gewesen, da hochzuschauen. Aber mein Gott, wenn wir das gleich so präsentiert kriegen... Ohne dass wir überhaupt nachgeschaut haben, kann ich den Abfall mal bewegen. So. Jetzt ist es. Achtung, darf ich mal? Danke. Jetzt ist es so, dass wir dahinter gehen können.
Ich habe mir aber gesagt, zuerst schauen wir hier rein. Nehmen uns nicht genügend Platz im Inventar. Snacken wir uns den Wein, snacken wir uns das Bier. Wir hatten doch hier genau Kordenz-Upgrade, Munitionskapazitäts-Upgrade. Voila. Hallo. Warum kann ich das nicht benutzen? So. Verfolgungspfeile. So, jetzt stehen wir hier unten. Wir können jetzt nach rechts gehen. Was ich auch gemacht habe. Oder wir hätten nach links gehen können. Nach links wäre es zur Hauptmission gegangen. Aber ich bin einfach mal neugierig, wie ich bin. Da auch gegangen. So, immer weiter. Weiter, immer weiter. Okay, Aufnahme läuft noch. Hast du Ning mal gesehen? Schon seit einer Woche nicht mehr. Ich mache mir langsam Sorgen. Sie hat schon 3 Arbeitstage verpasst. Du glaubst doch nicht. Chen? Ich hoffe nicht. Ja. Aber May macht sich trotzdem Sorgen. Apropos May, streitet sie immer noch unten mit Edgar? Wo sollte sie... Man sieht jetzt gerade... Oder man hat gerade gehört... Nein, jetzt sag nicht, ich habe mein Portemonnaie bei May vergessen. Man hat gerade gehört, dass die... Keine Augmente! Nicht dafür! Unsere Kunden würden viel für ein augmentiertes Mädchen bezahlen. Du könntest eine Menge Geld verdienen. Dann sag deinen Kunden, sie sollen sich augmentieren lassen und sich selbst wecken! Ich bin sicher, das haben schon. May, Nein, Ende des Gesprächs. Es ist zu gefährlich. Ich lass wegen dieser geilen Böcke nicht an mir rumschrauben. Das werden wir ja sehen. Wenn du weiter hier arbeiten willst, lässt du's machen. Überleg's dir. Okay. Verpiss dich. Tut mir leid, Sir. Ich wusste nicht, dass May einen Kunden hat. Ja, komm, na, verpiss dich. Schau dir mal nochmal ins Bad. Ist hier irgendwas? Nein, hier ist nichts. So, hallo May. Sie sind kein Freier, oder? Woran sehen Sie das? An Ihrem Gang, Ihrem Auftreten. Und wie trete ich auf? Wie ein Polizist. Oder ein Soldat. Wie ein Geschäftsmann. Also, warum sind Sie hier? Ich habe Ihren Streit gehört. Worum ging es dabei? Ich soll mich augmentieren lassen für einen Freier. Das ist krank. Wenn die mich anfassen, kündige ich. Klang nicht so, als würden Sie das zulassen. Tun Sie auch nicht. Ich habe ziemliches Glück. Ich bin schon am längsten hier. Das hat Vorteile. Aber die neuen Mädchen, die haben nicht so viel Glück. Wie meinen Sie das? Sie werden zur Augmentierung gezwungen. Das ist übel. Eines der Mädchen hier, Ning, sie ist seit Tagen verschwunden. Ich fürchte, die haben sie gezwungen, sich augmentieren zu lassen. Sie scheinen ein guter Mensch zu sein. Ich bin verzweifelt. Bitte, helfen Sie mir. Ich bezahle Sie auch. Okay, dann auf geht's. Sie reden immer von Ihnen. Wer sind Sie? Früher war das Honghua Hotel unabhängig. Damals hat die örtliche Polizei für unseren Schutz gesorgt. Und weil unser Haus sauber und sicher war, haben sie weggesehen. Aber plötzlich war alles anders. Was ist passiert? Seit Bell Tower in Lower Hengshire die Polizei stellt, beschützt uns niemand mehr. Und so hat ein Drogenbaron unser Hotel übernommen. Seitdem hat sich viel geändert. Und wir können nichts dagegen tun. Warum denken Sie, wurde Ning entführt? Früher hat uns niemand zur Augmentierung gezwungen. Aber immer mehr Mädchen lassen was machen und verdienen dadurch mehr. Seitdem setzen sie uns unter Druck. Reinrassige wie mich heuern sie schon gar nicht mehr an, weil sie nicht so begehrt sind. Ist Ning auch reinrassig? Ja. Oder zumindest war sie das. Die haben sie ziemlich unter Druck gesetzt. Aber selbst als sie schlugen, hat sie Nein gesagt. Was, wenn sie sie zu der Operation gezwungen haben? Ning ist nicht die Erste und sie wird nicht die Letzte sein. Ist das nicht Aufgabe der Polizei? Die Polizei überlässt Lower Hengshire Bell Tower. Und Bell Tower schaut weg, wenn die Triaden bezahlen.
Sie scheren sich nicht um meine Freundin oder die anderen Mädchen, die zwangsprostituiert werden. Okay, weitere Details. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Es heißt, die Mädchen werden unter Drogen gesetzt und nach Daigon gebracht. Dort warten sie dann, bis der Arzt kommt. Ich möchte, dass sie finden. Finden sie raus, wo Ning festgehalten wird. Ich hoffe, es ist noch nicht zu spät. Alles klar. Sie sagten, sie bezahlen mich. Über welche Summe reden wir hier? Wenn sie Ning befreien, zahle ich gut. 1000 Credits. Mehr, wenn sie mir noch einmal helfen. Gut. Okay, ich helfe Ihrer Freundin. Danke. Ich wusste, ich habe mich nicht in Ihnen geirrt, Mr. Jensen. Mr. Jensen. Ich fürchte, wir haben nicht viel Zeit. Sie müssen Ning finden, bevor die sie an die Kette legen. An die Kette? Ja, so nennen sie es. Sie behalten die augmentierten Mädchen unter Kontrolle, indem sie mit Neuropozin versorgen. Ich weiß nicht, wo sie Ning festhalten, aber sie muss irgendwo in Daigon sein. Eine Ortsangabe wäre hilfreich. Wie gesagt, mehr weiß ich nicht. Aber es gibt hier einen Rausschmeißer, Chuan Li. Er arbeitet für diese Leute. Er geht oft aufs Dach zum Rauchen. Suchen Sie ihn dort. Vielleicht können Sie ihn ja überreden, Ihnen das Versteck zu verraten. Sonst noch was? Haben Sie sonst noch was für mich? Ja. Die Männer, die Ning festhalten, arbeiten vermutlich für eine Triadenbande, die Harvester. Halten Sie nach ihnen Ausschau, dann finden Sie Ning vielleicht. Alles klar. Okay. Jetzt ist es also, dass wir den Typen befragen müssen. So. Klauen wir nochmal schnell die Credits hier. Gehen wir hier rüber. Hier drin war nichts. Da, hier. Hallo. Hallöchen, hier ist Smart Card. Ich will nicht nerven, Jensen, aber der Boss will informiert werden. Haben Sie Van Brucken in den Pots schon gefunden? Ich arbeite noch daran. Verraten Sie mir eins. Ist es in dieser Stadt praktisch, wenn man eine Smartcard mit dem Logo von Taiyong Medical hat? TYM? Dem Weltmarktführer in der Augmentierungstechnologie? Sie haben mit Ihrem Geld ungefähr die Hälfte dieser Stadt gebaut, also möglich. Warum fragen Sie? Nur so. Ich denke voraus. Ich habe gerade eine gefunden. Juhu. So, aber wir schauen jetzt nochmal kurz einen Club runter. Was haben wir denn hier? So, hier haben wir ein PDA. Was steht denn in diesem PDA drin? Guzi, wir müssen den Code für den Safe im Büro des Chefs ändern. Eine der Damen hat den alten rausgefunden. Frag mich nicht wie. Na, jedenfalls haben wir ihn geändert. 7657. Der Code für den Zugang zum Büro des Chefs. Oh, da ist offen. Was haben wir denn da? Hive-Mitgliedsausweis. Genau, da wäre der Hive-Mitgliedsausweis gewesen. Wenn wir da vorher reingegangen wären, hätten wir das Ding gefunden. Aber wir haben es ja auch so geschafft. Ohne dem Typen das Geld in den Rachen zu werfen. Weil Geld in den Rachen werfen, das machen wir jetzt gleich noch gut genug. So, hier noch was. Weil ich kann euch jetzt schon sagen, wir haben leider nicht auf Sozialoptimierer geskillt. Wartet. Das hier oben ist ja Sozialoptimierer. Analysiert und überzeugt Personen. Und das ist halt jetzt ein Skill, den wir hätten brauchen können. Bei dem Typen. Na, jetzt kommt Geld um die Ecke da. Kann ja nicht sein. Da ist nichts. An deiner Stelle würde ich nicht draufgehen. Warum nicht? Halt, sag nichts. Ray und Edgar streiten schon wieder? Ja. Und du weißt, was das bedeutet. Ja, Edgar ist mies drauf. Echt schade. Nein, das wollte ich nicht. Erstaunlich, was er nicht E-Book. Herzen aus Stahl, das geht zu weit. Hau bloß ab, Schrier. Du hattest deinen Spaß und jetzt verzieh dich. Geh zurück zu deinen Brüdern und ihren Freunden von Purity First. Jace nicht. Sie streckte die Hand nach ihm aus, aber er entzog sich ihr. Du verstehst nicht. Beleidige mich nicht. Herrschte er sie an. Und gestikulierte wild mit seinem augmentierten Arm. Das war alles nur ein Spiel für dich, stimmt's? Du wolltest die Rebellen spielen und bist mit einem Drahtschädel-Opti in die Kiste gestiegen. Nur um deine Familie zu schockieren. Jace deutete mit einem seiner Stahlfinger auf sie. Seine Jaden... Zayden...
Zeis Augen funkelten. Zum Teufel mit dir, ich habe deine Lügen satt. Meredith reagierte, ohne nachzudenken, und gab ihm eine schallende Ohrfeige. Sei still, sagte sie mit zitternder... Okay. Sei still, sagte sie mit zitternder Stimme. Schick mich nicht weg und tu nicht so, als würde das alles nichts bedeuten. Als er sie ansah, empfand sie den Schmerz in seinen Augen wie einen Messerstich. Du darfst nicht hier sein. Ich muss, flüsterte sie.